Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich habe schon so oft gehört, dass Leute sagen, sie wissen nicht, wie sie einen vernünftigen Dutt hinbekommen. Es sieht immer schrecklich aus, sie können es nicht. Und ich frage mich jedes Mal, was ist daran bitte so schwierig? Also dachte ich mir, ich zeige euch heute mal, wie ihr mit zwei einfachen Mitteln oder theoretisch auch mit einem einfachen Mittel, also theoretisch einfach nur einem Zopfgummi und gegebenenfalls einer Haarbürste, wenn ihr sagt, es soll sehr akkurat und fein säuberlich sein und nicht einfach nur so, dann einen einfachen, simplen Dutt hinbekommt, dann bleibt doch gerne dran. Was brauchst du, um einen vernünftigen Dutt zu machen? Erstmal einen Zopfgummi und wenn du es sehr ordentlich haben möchtest und nicht einfach nur sagst, ich gehe jetzt duschen und dann sind die Haare aus dem Gesicht und vernünftig zusammen, ohne dass ich ihnen besonders viel schade, dann reicht teilweise ein Zopfgummi oder halt sonst noch eine Haarbürste. Ich mache mir jetzt das Zopfgummi einfach ums Handgelenk rum, da ich so am besten gleich beim Machen vom Dutt besser darauf zurückgreifen kann auf das Zopfgummi und es nicht irgendwo mir nehmen muss noch oder so und dann fallen mir die Haare wieder aus der Hand und ich kann von vorne anfangen, das nicht. In meinem Fall, ich trage ja eine Brille, ich nehme die Brille auch gleich ab, weil ich in der Regel den Dutt ohne Brille ganz gerne mache, weil eben Haare auch hinterm Ohr und so, das sieht halt nicht so schön aus und wenn ich dusche, nehme ich ihr die Brille ab, dann ist klar, dann nehme ich sie halt vorher ab. Ich kämme mir kurz die Haare recht locker einmal durch. Jetzt ist die Frage, wo will man den Dutt haben? Wenn man jetzt, sagen wir mal, wie ich ganz gerne einen Dutt macht, wenn man duschen geht oder mal badet, dann sollte der Dutt vielleicht nicht gerade hier hinten sitzen, weil man ja sich auch beim Duschen eben Wasser über die Schultern laufen lässt, sondern sollte er vielleicht eher so ein bisschen höher sitzen oder vielleicht auch mal ganz weit oben. Und dann kämme ich mir die Haare so weit nach oben, wie ich den Dutt halt haben möchte. Dieser Dutt ist auch ganz gut. Ich brauche keine Haarnadeln, kein gar nichts, außer die Haare sind ein bisschen sehr widerspenstig oder man hat sehr dolle Stufen drin. Dann vielleicht wären Haarnadeln doch ganz praktisch. Dann kämme ich mir die Haare nach oben. Wie jetzt konkret mein Scheitel sitzt, kontrolliere ich gar nicht. Erstmal, weil zum einen sehe ich jetzt auch gerade gar nichts, weil ich keinen Spiegel habe. Das kommt nochmal dazu. Also erschwerend ist vielleicht eher falsch gesagt. Ich komme damit auch ganz gut so zurecht. So. Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Ich kann mir jetzt einen Zopf machen und danach das Ganze machen. Ich mache es aber lieber mit nur einem Zopfgummi und daher brauche ich mir jetzt keinen Zopf machen, sondern halte die Haare halt erstmal so im Zopf. Und dann halte ich sie fest und fange an, die Haare zu wickeln. Also hier so fest zu drehen. Dadurch, dass sie teilweise sehr am Finger hier festhängen, greife ich nochmal nach, halte sie fest und greife hier nochmal nach und drehe nochmal eine Runde weiter. Je fester man es dreht, je fester wird auch der Dutt. Und dann beginne ich die Haare in dieselbe Richtung einmal zu drehen. Heißt, ich ziehe und man spürt es hier an der Kopfhaut, dass die Haare gezogen werden. Und ich ziehe immer noch ein Stückchen weiter, das richtig fest und drehe die drum und ziehe nochmal sozusagen nach. Wie wenn man eine Schraube festdreht, könnte man sagen. Und jetzt habe ich das Zopfgummi hier einfach drum und mache das halt zwei, dreimal drum. In meinem Fall dreimal, weil das Zopfgummi schon älter und etwas ausgeleiert ist. Und fertig ist der Dutt. Hier hängen natürlich noch ein paar Haare raus, die hätte ich mit reinmachen können. Die drehe ich hier nochmal kurz einfach so drum rum. Die längeren und die kürzen, die kleinen, die sind zu kurz. Und so sieht halt dann der Dutt aus. Ja, deine kurze Variante, einen kleinen, sehr akkuraten Dutt zu bekommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ein sehr ordentlicher und fein säuberlicher Dutt und den mache ich ganz gerne, wenn ich duschen gehe, baden gehe, sowas in die Richtung, weil ich mich entschieden habe, meine Haare nicht irgendwie zusammenzuknuddeln, weil es den Haaren einfach schadet. So habe ich sie sehr fein säuberlich einmal rundherum gedreht. Natürlich, ich merke, wenn ich den sehr lange habe, den Dutt, dann werden meine Haare frisseliger und so ein bisschen komisch auch und sehen weniger schön und gesund aus, obwohl sie natürlich nicht an Gesundheit oder und nicht gleich ungesund geworden sind. Sie haben nicht an Gesundheit sozusagen verloren, wenn man so sagen kann. Aber sie sehen halt nicht so schön aus, also ich wasche sie dann nochmal. Und das ist halt so eine Idee,
ein kleiner Tipp, wie man einen Dutt hinbekommt, ohne dass man den Haaren schadet und der Dutt sieht gut aus. Perfekt. Ist halt so ein bisschen in Richtung dieses akkurate, ballettmäßige, ohne Duttkissen und das sieht super aus und sitzt sehr gut. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen dabei und habe euch vielleicht eine Anregung gegeben, mal einen Dutt auszuprobieren, wenn ihr mal gesagt habt, ey, ich kann das nicht, es wird nichts. Und dann hoffe ich, ich konnte euch helfen und schreibt doch gerne mal einen Kommentar, ob es bei euch so gut und so einfach geklappt hat wie bei mir. Ansonsten empfehle ich euch, vorher einen Pferdeschwanz zu machen und dann mit zwei Zopfgummis zu arbeiten. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!